Also mein Vortrag geht um Videoverarbeitung und der Grund, warum ich das erzähle, ist, dass wir hier ja seit ein paar Monaten immer schöne Videoaufnahmen machen von den Vorträgen jeden Dienstag. Und bisher funktioniert das so, wir hatten eine Kamera da stehen, das war zunächst eine ausgeliehene Kamera, beziehungsweise meine billig USB-Webcam und zwischenzeitlich hat das Ronzeit aber auch eine eigene Kamera, nachdem wir festgestellt haben, dass das soweit ganz gut funktioniert. Mit dieser Kamera haben wir dann Aufnahmen gemacht, offensichtlich. Und ich habe die dann auf meine Festplatte kopiert, habe die mit nach Hause genommen, habe sie da geschnitten und habe sie dann am nächsten Tag an einer schnellen Leitung des Deutschen Forschungsnetzes hochgeladen. Und damit das nicht immer ich machen muss, insbesondere deswegen, weil ich auch manchmal krank sein kann oder nicht da sein kann, möchte ich gerne verbreiten, wie das funktioniert. Und dann möchte ich so eine Rotation einrichten, dass also jede 2 Wochen das mal jemand anders macht oder so. Ja? Einfach damit dieses Wissen im Umlauf bleibt. So, wie funktioniert das Ganze? Also wir haben diese Kamera da stehen, die findet ihr unter der Anlage normalerweise in so einer viereckigen Verpackung. Die nehmt ihr dann da also raus, dann stellt ihr sie auf dieses Tischstativ. Und das liegt normalerweise hier hinter mir in diesem Regal, genauso wie auch die beiden Stative für die Mikrofone. Ich stelle das also dahin und dann richtet ihr das ordentlich aus, sodass man also das komplette Beamerbild sieht, sodass man den Vortragenden gut sieht. Und ihr vergesst auch nicht, das Stromkabel einzustecken, damit das Ding nicht irgendwann ausgeht, weil der Akku leer ist. Und letztendlich drückt man dann nur noch auf Aufnahme. Also die Kamera ist vergleichsweise simpel, die hat so automatische Einstellungen, das funktioniert auch alles sehr gut. Zusätzlich, und das ist der Part, der derzeit noch ein bisschen tricky ist, brauchen wir dieses Mikrofon-Setup hier. Derzeit funktioniert das so, dass dieses Mikrofon in dieses Mischpult geht und von da aus geht es dann über Klinke in die Kamera rein. Der Vorteil daran ist, dass man nicht nachsynchronisieren muss, im Idealfall. Bei der Aufnahme letzte Woche hat das auch ganz gut geklappt. Wir haben zusätzlich auch dieses Mikrofon und der Vorteil davon ist, dass es echt gut. Der Nachteil ist, das hat nur USB. Das ist eigentlich ein Vorteil, weil das ist halt kinderleicht. Man steckt das in den Rechner und es funktioniert. Wenn man aber gerade keinen Rechner hat, sondern seine Kamera anschließen will, ist das ein bisschen schlecht. Wir überlegen uns da aber vielleicht noch, was die derzeit angedachte Lösung ist, dass man das einfach an dem Rechner, an dem man das sowieso aufnimmt, auch nochmal über ein Line-Out einfach ausgibt und dann direkt an die Kamera geht. Das ist wahrscheinlich ein guter Kompromiss, aber wir haben es noch nicht ausprobiert und deswegen möchte ich das jetzt noch nicht empfehlen. Anyway, das wird alles im Wiki festgehalten. Ich habe dafür so eine Seite eingerichtet. Das ist diese Seite, der Titel ist einfach Kamera und da soll der ganze Kram, den wir eben mit dieser Kamera hier machen oder machen können oder machen werden, festgehalten werden. Da habe ich auch ein Bild von der optimalen Position dieser Kamera und das ist in etwa auf der Höhe dieses Querbalkens, den wir hier im Raum haben. Wenn man sie da auf den Tisch stellt, dann kann man ganz gut alles einfangen. Wenn man sie zu weit nach vorne stellt, dann kriegt man nicht mehr alles drauf. Wenn man sie zu weit nach hinten stellt, dann kriegt man auch nicht alles drauf, aber in die andere Richtung. So, genau, das heißt, ihr schließt diese Kamera an. Derzeit schließt ihr noch dieses aufwendige Klinkenkabel an, aber das wird die nächsten Wochen einfacher hoffentlich. Dann nehmt ihr das Ronzeit-Notebook und schließt das USB-Mikrofon an. Ganz einfach, damit wir ein Backup haben derzeit. Also derzeit nehmen wir tatsächlich mit 2 Mikrofonen auf. Falls das eine irgendwie nicht ordentlich funktioniert hat, haben wir noch die andere Tonspur, weil sonst wäre halt der Vortrag im Eimer, das wäre schade. In Zukunft, wie gesagt, soll wahrscheinlich nur noch dieses angeschlossen werden. Das geht dann auch direkt an die Kamera, dann ist alles gut. So, ihr habt also diese Aufnahme gestartet. Ihr habt es am Notebook gestartet. Den Befehl dazu findet ihr auf der Wiki-Seite. Hier dort, dieser GST Launch. Das sieht deswegen so ein bisschen kompliziert aus, weil das Ziel dieses ganzen Setups ist nicht nur war, dass das relativ einfach ist, das haben wir nicht ganz erlangt wegen der Mikrofonsituation, sondern auch, dass es komplett mit freier Software gemacht wurde. Weil wir in der Vergangenheit die Situation hatten, dass wir Aufnahmen hatten und dann hat sie irgendjemand mit Final Cut auf einem Mac geschnitten. Das war schön und das funktioniert auch, aber das kann halt nicht jeder nachmachen. Wohingegen sich wirklich jeder einen Ubuntu installieren kann und dann diese Befehle benutzen kann und damit die Videos schneiden. So, also dieser GStreamer-Befehl, der nimmt eben von diesem Mikrofon auf. Das ist auch auf jedem Computer gleich, weil sich dieses Mikrofon als USB-Soundkarte meldet und deswegen ist dieser Befehl eindeutig. Den kopiert man einfach in sein Terminal-Fenster, nimmt das auf und hinterher hat man so eine Aufnahme. Gut, ihr habt also die Aufnahme, sowohl die Videoaufnahme als auch die Audioaufnahme. Was nun? Nun nehmt ihr die SD-Karte aus der Kamera, das ist eine 32 GB SD-Karte, darauf passen ca. 6 Stunden Full-HD-Material. Länger als das werden wir an einem Abend sicherlich nicht aufnehmen. Ihr steckt sie in euren Kartenleser am Notebook, falls ihr keinen habt, müsst ihr halt einen externen anschließen. Und dann kopiert ihr diese Datei.
Genau, also das hier ist der Befehl dazu, /media/sdb1 ist der Pfad zu der SD-Karte und dann im Dezim-Folder gibt es einen Unterordner 100 Media und darin sind dann einfach die Videodateien als MP4-Dateien. Die kopiert ihr dann auf eure Festplatte, am besten vielleicht auf eine externe Festplatte, sofern ihr wenig Platz auf der internen habt, weil das dann doch mal größer werden kann. Ich glaube, letzte Woche hatten wir ungefähr etwas über 10 GB für die 2 Stunden oder so. Und anschließend habt ihr folgende lustige Situation. Also ihr kopiert die SD-Kartenaufnahmen, ihr kopiert die Audioaufnahmen. Jetzt könnte man meinen, das funktioniert ja auch alles ganz gut, denn ich nehme mal... So, ich spiele das einfach mal ab mit dem M-Player. Das ist eine Aufnahme, die ich vorhin gemacht habe. Sieht auch soweit ganz gut aus. Ne? Ja, okay. So, das funktioniert alles einwandfrei. Jetzt könnte man denken, die Datei ist wunderbar in Ordnung. Wir können die jetzt in unser Videoschnittprogramm werfen und schneiden. Ist aber leider nicht so, sondern, und das ist jetzt alles ganz gefährliches Halbwissen, und ich hoffe, dass mich da irgendjemand korrigieren kann und einen ordentlichen Fix für diese Situation gibt. Anscheinend ist die Framerate, mit der diese Datei aufgenommen wurde, 29,97 Frames pro Sekunde, was vollkommen okay ist für HD1080p. Allerdings gibt es dann auch diese Fields per Frame Einstellung und die ist normalerweise bei HD1080i, also bei der Interlaced-Variante, auf 59 gesetzt und bei der P-Variante sollte das eigentlich nicht so sein, soweit ich weiß. Jetzt ist es aber so, dass im Header dieser Datei steht, sie hat 29,97 Frames pro Sekunde und 59 Bilder, was sich so gewissermaßen widerspricht. Soll heißen, wenn ich in meinem Videoschnittprogramm wähle, das ist jetzt eine HD1080p-Datei, funktioniert es nicht, dann verschiebt sich die Audiospur immer so ein bisschen, wird halt asynchron. Wenn ich wähle, das ist eine HD1080i-Datei, funktioniert es auch nicht. So, was macht man also? Es gibt einen Befehl, den habe ich auch hier, der steht auch im Wiki nochmal. Das ist einfach mit FFmpeg, wird diese Datei eingelesen und dann nochmal neu ausgeschrieben. Und dabei macht es das sozusagen in Ordnung. Das Problem dabei ist jetzt, dass das relativ lange dauert. Also ich habe das auf dem Computer hier probiert und da hat er eine umwerfende Framerate von 3 Sekunden. Von 3 Frames pro Sekunde, sorry. Und das dauert halt lange, bis da einmal dieses Video durchgelaufen ist. Wenn ich das auf einem Core i7 mache, geht es schneller. Das ist auch der Grund, weswegen ich die Aufnahme mit nach Hause nehme und sie dann dort encodiere. Jedenfalls macht man eben das und dann kommen wir zu dem eigentlichen Teil des Vortrags, nämlich wie bedient man dieses Videoschnittprogramm. So, jetzt gibt es verschiedene Open Source Videoschnittprogramme und es gibt aber nur ein einziges, was annehmbar gut ist. Und ich weiß blöderweise nicht, wie man es ausspricht. Ich vermute Kdenlive oder KDE Nlive oder irgend sowas in die Richtung. Jedenfalls startet man das und dann sieht das in etwa so aus. So. Wie das jetzt funktioniert ist, man legt, also ich kann es jetzt mal zeigen, wie man dieses neue Projekt anlegen würde, damit ihr mal seht, wie das in etwa funktioniert. Danach werde ich aber einfach mal darauf zurückgreifen, auf ein Projekt, was ich jetzt von letzter Woche von dem Schnitt hatte. Und in der Praxis mache ich es auch immer so, dass ich einfach das alte Projekt kopiere und dann die neuen Sachen rein editiere, einfach weil das schneller ist und weil man dann für den Title-Clip nicht nochmal diese ganzen Werte zurechtfummeln muss. Das seht ihr gleich. So, jedenfalls wählt man hier File New und dann kann man hier so ein paar Sachen wählen. Zum einen das Project-Folder, da werden alle diese Dateien gespeichert, die im Laufe der Verarbeitung so anfallen. Und zum anderen das Profile. Wie ich schon gesagt habe, muss man hier HD1080p wählen mit der Variante 29,97 Frames die Sekunde. Den ganzen anderen Rest kann man erstmal so lassen. Also man kann hier mehrere Videotracks und mehrere Audio-Tracks haben, kann man aber auch nachher dann noch erweitern, falls man da mehr brauchen sollte. Was man machen will, ist die Haken bei Thumbnails reinzusetzen, sowohl für Video als auch für Audio. Weil er dann in den Spuren, wenn man so einen Clip reinzieht, diese Wellenform berechnet aus der Datei. Und das hilft einem ungemein beim Nachsynchronisieren, was man dann machen muss mit der Spur des USB-Mikrofons, sofern man das verwendet. So, jetzt habe ich das gemacht und jetzt sieht man auf der linken Seite, also auf dem Beamer ist ja das Bild etwas klein, aber normalerweise, wenn man das in einem großen Monitor macht, hat man da auch mehr Platz dafür. Auf der linken Seite gibt es hier diesen Project Tree und da kann man alle seine Clips reinziehen. Das machen wir jetzt einfach mal, wir haben hier Add Clip. Und da gibt es jetzt die Recoded-Version, das ist die Variante, die ich durch FFmpeg gejagt habe.
die füge ich da jetzt hinzu und man sieht jetzt, hat diesen Clip da hinzugefügt und hier auch geladen in dem Vorschau-Ding. Und jetzt fügen wir mal noch die USB-Aufnahme hinzu, hat er jetzt auch geladen. Er hat diese Thumbnails schon erstellt, das würde er jetzt normalerweise machen. Im Hintergrund, also es blockiert dann nicht beim Arbeiten, aber es dauert halt ein bisschen, weil ich die vorhin schon mal testweise geladen habe. So, jetzt nehmen wir diesen Videoclip und können ihn hier einfach in die Videospur ziehen. Dann ist der hier drin. Und genau, wenn ich jetzt hier einfach irgendwo reinklicke, also man muss hier diese, da gibt es eine kleine Unterscheidung. Wenn man hier draufklickt, dann zeigt dieser Clip-Monitor den kompletten Clip an, so wie man ihn hier ausgewählt hat. Wenn man da in diese Spur reinklickt, dann ist der Projektmonitor jetzt für das ganze Projekt. Das heißt, wenn ich hier jetzt noch Audiospuren hätte oder Effekte oder so, dann würden die hier jetzt erst angezeigt. Wenn ich jetzt auf Play gehe, dann spielt er das einfach ganz normal ab an der Stelle und man kann das hier mitverfolgen. So, der erste Schritt bei dem Bearbeiten dieser Aufnahme ist also, dass man zuschneidet. Wo fängt die Aufnahme eigentlich an und wo hört sie eigentlich auf? Mal rein fiktiv gehen wir einfach mal hier hin und ich kann es mal ein bisschen reinzoomen. Zoom übrigens mit Control und dann einfach scrollen. Und wenn ich einfach so scrolle, dann geht er nach vorne und nach hinten. Wenn ich Control halte, dann wird das einfach feiner. So, jetzt gibt es hier unten diese Werkzeugleiste und da kann ich auswählen, dass ich dieses Schneidewerkzeug hier wählen möchte. Dann schneide ich das hier in der Mitte durch. Und anschließend kann ich sagen, dieser Clip hier soll einfach delete werden. Dann ist er weg. So. Und jetzt habe ich noch das Video mit dem richtigen Anfang. Gehen wir einfach mal davon aus, das wäre jetzt der richtige Anfang. Und das mache ich dann, das Rennen macht dann nochmal am Ende. Ja, da ist es korrekt zugeschnitten. Kann der, so. Kann der Frame genau schneiden? Kannst du da reinzoomen und siehst Einzelbilder? Du kannst da sehr genau reinzoomen und ich glaube auch Frame genau. Aber bisher habe ich das einfach immer so auf Freihand positioniert, das ist auf jeden Fall gut genug. Insbesondere wenn man bedenkt, dass wir von dem Titelclip so eine kleine Überblendung haben, ja, da merkt man es eh nicht. Und am Ende ist es dann auch egal. Okay. Anyway, nun, was wir machen können, ist, wir können sagen, rechte Maustaste auf den Videoclip und Split Audio. Und dann kriegen wir hier noch eine Audiospur dazu. Aus irgendwelchen Gründen zeigt er jetzt hier aber die Thumbnails nicht an. Muss man kurz. Show Audio Thumbnails. Funktioniert nicht. Merkwürdig. Normalerweise funktioniert das. Das ist jetzt natürlich schade für die Demo. Anyway, die beiden Clips hier sind jetzt sozusagen noch eine Gruppe, die sind also hier zusammengefügt und wenn ich die jetzt hier bewege, dann bewegen die sich beide gleichzeitig und da gibt es hier rechte Maustaste Ungroup. Und jetzt könnte ich zum Beispiel die Audiospur so ein bisschen verziehen, wenn es eben ein Synchronisationsproblem gäbe. Ja? Und dann kann ich das hier nochmal abspielen und anschauen, wie es aussieht. Und dann hört man eben, dass die Audiospur es später einsetzt, obwohl das Video schon abgespielt hat. Okay, was hier jetzt noch wichtig ist, ich kann mal hier noch die Aufnahme von dem USB-Mikrofon reinziehen. Zeigt ja auch keine Spuren an, egal. Was hier jetzt noch wichtig ist, ist, dass man sowohl bei der internen Audiospur von der Kamera als auch bei der USB-Aufnahme das Problem hat, dass die beide in Mono sind. Wir würden das aber gerne in Stereo haben. Ich meine, da hat man zwar auf dem linken und auf dem rechten dann den gleichen Ton, aber was soll's, ja? Es wird trotzdem lauter und besser und überhaupt. Und um das zu machen, gibt es hier bei rechte Maustaste Add Effect in der Kategorie Audio Channels ein Mono to Stereo. Und da sieht man dann hier, dass hier ein neuer Effekt dazukommt in unserem Effekt Stack Fenster. Und da steht dann hier 2-1 from 0. Und dann tauscht er das eben. Und das letzte Mal, als ich von unserer Kamera das bearbeitet habe, musste man das genau umtauschen. Da musste man also from 1 to 0 machen, weil er die andere Spur genommen hat, als die standardmäßig in dem Effekt ausgewählt wurde. Und dann hat er das aber auch nicht gemacht. Sofern jetzt die Situation bestünde, dass die Aufnahme auch zu leise ist, kann man hier auch noch Add Effect, dann gibt es hier Audio Correction, dann kann man einfach einen Gain draufhauen und dann wird das Ganze lauter. So, wie funktioniert das jetzt normalerweise mit dem Nachsynchronisieren? Also entweder sucht man sich halt eine Stelle, an der zum Beispiel die Mundbewegungen sehr eindeutig sind und dann kann man das einfach anpassen und schauen, ob es passt. Oder man macht die clevere Variante, wenn man eine Audiospur von der Kamera hat, dann ist sie auf jeden Fall synchron. Dann lässt man also die beiden Audiospuren als Gruppe zusammen und nimmt die zusätzliche Audiospur und synchronisiert die daran. Das heißt, wenn das Problem bestünde, dass zum Beispiel die Audiospur von der internen Kamera zu leise ist oder total übersteuert oder was auch immer und wir wollen auf die hier zurückfallen, dann würde man die zweite Audiospur anhand der ersten synchronisieren und einfach die Wellenform so lange hin und her bewegen, bis sie bei beiden gleich sind. Das funktioniert sehr gut. Wenn man das nicht hat, wie gesagt, muss man eben schauen, dass man das
einfach möglichst nach Gefühl erstmal macht und dann eben genau auf diese Mundbewegungen und einfach mal so ein bisschen hin und her. Also da braucht man im besten Fall irgendwie 2-3 Durchläufe und im schlimmsten Fall 10-15. Ja. Also das ist mit Abstand auch die zeitaufwendigste Geschichte bei diesem ganzen Setup. Und deswegen bin ich auch so sehr dafür, dass wir etwas Einfaches haben, was man einfach mit Klinke in die Kamera steckt und dann nimmt die das synchron auf und dann ist gut. Okay, so das dazu. Und wenn wir jetzt mal sagen möchten, wir möchten das schon mal rendern, zum Beispiel gerade weil man am Synken ist oder weil man einfach mal anschauen möchte, wie das aussieht, dann gibt es hier bei Project den Menüpunkt Render. Und was man hier jetzt auswählen kann, ist erstmal relativ viel. Als Ausgabecodec nämlich immer MPEG-4. Als Video-Bitrate ist standardmäßig 12.000 eingestellt, aber das ist eigentlich unglaublich viel, also so viel braucht man nicht. Mit dem Wert 9.000 bin ich ganz gut gefahren. Tatsächlich willkürlich gewählt. 9.001. Ja, hatte ich am Anfang, aber es macht keinen Unterschied. Was? Was man auf jeden Fall machen will, ist Two-Pass-Encoding rein. Und dann hat man hier unten noch die Auswahl zwischen Full Project und Selected Zone oder eben Guides. Und das mit den Guides ist ganz nett, da kann man nämlich hier am Anfang sagen Add Guide, man kann dann einen Kommentar machen, ich nenne es immer Start, und dann kann man hier hinten nochmal Add Guide sagen und sagt End, und dann sieht man, man hat hier so zwei blaue Markierungen jetzt, und wenn man jetzt bei Project nochmal auf Render geht, kann man hier sagen Guide Zone, und dann sagt er From Start to End, und dann rendert er einfach nur genau das. Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen, sonst dauert es sehr endlos lange, bis man einmal so eine fertige Videodatei bekommt und daran dann sagen kann, ist das synchron oder nicht. Okay, das dazu. Nun, wie sieht das normalerweise aus, wenn ich so ein RZL-Projekt mache? Ich habe hier mal dieses Social-Media-Zeugs von letzter Woche. Wieso lacht er? Die leichte Abfälligkeit. Und die Erinnerung. Der Ekel. Okay, wie sieht das hier jetzt aus? Also ich habe jetzt erstmal so ein bisschen rausgezoomt oder reingezoomt, wie man das auch immer betrachten möchte, und dann ganz in den Anfang gescrollt. Und ganz am Anfang gibt es hier diese Datei RZL Intro Full HD. Das hat uns Felicitas freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Das ist einfach dieser, ich kann mal hier auswählen und dann da abspielen, wenn das funktioniert. Genau. Das ist hier dieser Dings, Soundsider-Logo, das so eingeblendet wird mit tollen Soundeffekt. Das haben wir einfach immer vor jedes Video. Und danach kommt der erste Title-Clip. Wie man so einen Title-Clip Clip anlegt, ist folgendermaßen. Man hat hier in dem Project-Tree, wo also auch alle Dateien sind, wo wir vorhin Add-Clip gewählt haben, kann einfach sagen Add-Title-Clip. Dann kommt man hier in so ein schwarzes Fenster, hat dann hier so ein Textwerkzeug und kann dann hier einfach irgendwelche Sachen schreiben und das dann ausrichten. Zum Beispiel können wir jetzt hier sagen, das soll hier zentriert sein. Und so habe ich das dann eben auch gemacht. Und das, was dabei rausgekommen ist, ist eben hier dieser Title-Clip mit dem offenen Raum zur Elaborierung. Dann habe ich noch einen gemacht und da steht dann einfach immer jeweils der Titel, der Speaker, das Datum und das Creative Commons Logo von der Lizenz, mit der wir diese Videos veröffentlichen. Und dann später wird es wirklich packen. Genau, ich werde das Projekt einfach, also ich werde einfach ein leeres Projekt mit genau diesen drei Clips hochladen. Ins Wiki. Ein bisschen problematisch daran ist, dass eben die Pfade alle fest drin sind. Das heißt, das erste Mal, wenn ihr das Projekt aufmacht, wird er sagen, das ist jetzt auf diesem Pfad, den hast du nicht, dann kannst du mal einen Ersatzpfad auswählen. Ist nicht weiter schlimm und sofern alle Dateien da sind, findet er den dann auch und dann geht es weiter. So, anyway. Was jetzt hier wichtig ist, ist hier das in dieser, ja genau, also hier diese Stelle einfach. Was man hier angewendet hat, ist ein Effekt. Eine Transition, und zwar Composite, da werden also die Bilder einfach übereinander geblendet und hier gibt es diesen Dissolve-Effekt, da wird das eine dann so langsam ausgeblendet und das andere kommt rein. Ich kann das hier mal abspielen, wie das in etwa aussieht, der rendert das dann auch live mit den ganzen Effekten, das hängt gelegentlich so ein kleines bisschen. Und so, hallo erstmal! Okay, also man hat das jetzt hier gesehen, hoffe ich, ich spiele es einfach nochmal ab, für die Leute, die nicht so genau aufgepasst haben. Gut, so, yes. Genau. Also das ist so leicht in das andere übergegangen. Und der Trick, der mir am Anfang nicht so ganz klar war, wie man diese Effekte macht, ist, ihr müsst zwei Spuren haben, die sozusagen gleichzeitig laufen. Das heißt, entweder Videospur 1 und 2 oder 2 und 3 oder wie auch immer, ist egal. Hauptsache, die Videos sind gleichzeitig und überlappen sich. Und dann könnt ihr einen Effekt hinzufügen und der gilt dann für die Region, auf der sie sich überlappen. Das heißt, wenn ich hier mal noch weiter rein zoome, dann sieht man, dass der Effekt zwar hier eigentlich schon anfängt, aber das ist total egal. Nur der Bereich hier, der kleine, wo sie sich überlappen, ist der relevante Bereich. Und alles hinten sonst ist dann auch wieder egal. Das hat am Anfang so ein bisschen gedauert, bis man das rausfindet, aber danach ist es eigentlich klar.
So, deswegen sieht das halt immer so aus, dass man am Anfang irgendwie seine Videos hat und dann geht man eine Spur runter und wieder hoch und wieder runter und wieder hoch und so weiter, wenn man diese Effekte hat. So, jetzt sieht man, dass ich hier einen Clip habe und hier, genau, da geht es dann einfach zum nächsten Clip weiter. Das liegt daran, dass diese Kamera auf der SD-Karte ein FAT32-Dateisystem hat und nach 4 GB ist eben Schluss. Deswegen splittet die Dateien einfach und man hat dann am Ende zum Beispiel 3 Dateien für diesen Vortrag, den wir hier hatten. Und es macht aber auch weiter nichts, also man kann ihn einfach hintereinander da reinziehen und der erlernt es dann auch, also das schließt sich quasi direkt an den anderen an, nahtlos, das ist kein Problem. Der einfach hintereinander gezogen und dann entsprechend am Anfang, ganz am Anfang vom ersten Clip und ganz am Ende vom letzten Clip eben geschnitten. So. Hier unten habe ich dann auch die Audiospur aus dieser Videospur rausgeholt und dann diesen Copy-Channels-Effekt. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, hier sieht es from 1 to 0. Und das war es dann auch schon. Also das Schneiden letzte Woche war vergleichsweise einfach, weil über dieses Mikrofon an der Kamera das alles super geklappt hat. Das heißt, um das nochmal zu rekapitulieren, was man macht, ist, man öffnet das letzte Projekt oder das Beispielprojekt, speichert das unter dem aktuellen Namen ab. Dann geht man hier in den Title-Clip und zwar genau in den unteren hier, sagt Clip-Properties, dann bringt ihr so eine Meldung, weil die Frame-Size nicht ganz gepasst hat. Dann kann man hier den Text editieren, sagen wir mal, Alex ist das bei uns, okay, manchmal funktioniert das mit der Schrift nicht so richtig. Ich mach hier mal das weg, okay, funktioniert noch nicht. Probieren wir es nochmal auf der Unterweise. Es geht, aber es ist schwarz. Muhaha. Ich die Gummi ausgesetzt. So. Mit dem Titel macht man das Gleiche, das ist dann alles nicht mehr horizontal aligned, das geht auch nicht. Aber nachdem man das einmal speichert, nochmal aufmacht und dann da nochmal hinklickt, geht's. Ja, es ist alles totaler Quatsch, aber das Programm ist das Beste, was wir haben. Hast du BigTV ausprobiert? Ja. Ich habe alles andere ausprobiert, was es als freie Software unter Linux gibt. Das sieht doch verdammt gut aus. Projekt X? Also, OpenShot? Ja, OpenShot hat auch schon was Quatsch. Also, ja. ja, alles das sieht super aus. Yagasha oder wie heißt das? Blender! Lol! Premiere Pro. Das, also das ist ja schon mal irgendwie spannend, überhaupt zu installieren und dann zu bedienen. Okay. Also das Schöne bei Cadenlife ist, man installiert das aus den Apps-Repositories unter Debian zumindest, unter Ubuntu bestimmt auch. Und dann läuft das so. Also, das, ich meine, es funktioniert ja auch ziemlich gut, wenn man diese ein, zwei Kniffe weiß. Deswegen mache ich ja diesen Vortrag und dann weiß man das und dann kann man das machen. So, okay. Ihr habt jetzt diesen Title-Clip angepasst, dann zieht ihr die neuen Videoclips da rein, dann schneidet ihr das zu, dann holt ihr die Audiospur da raus, mixt die hoch auf 2 Kanäle, vielleicht noch ein Gain, wenn es zu leise aufgenommen wurde, aber wahrscheinlich eher nicht. Dann geht ihr auf Project, Render und rendert wahrscheinlich erstmal so die ersten, sagen wir, 2 Minuten. Dann habt ihr auf jeden Fall das Intro drauf, die ganzen Übergänge, ein bisschen vom Anfang und könnt schon mal abschätzen, ist das synchron oder nicht. Wenn das dann synchron ist, dann ist alles toll und man rendert das ganze File. Und wenn es eben nicht synchron ist, muss man nochmal nachsynchronisieren. Wenn man das File gerendert hat, hat man so eine, sagen wir mindestens 1 GB, eher mehrere Gigabyte große MPEG-4-Datei und die kann man dann einfach auf YouTube laden. Dazu sollte man idealerweise eine schnelle Internetleitung haben und nachdem man das dann auf YouTube geladen hat, fängt das dann an zu processen und wenige Minuten bis Stunden später, je nachdem wie groß denn die Datei war, ist das fertig. Dann gibt man da noch den Titel ein und die Description und die Tags und wählt ein Titelbild aus und setzt das auf Public und auf Creative Commons und auf Science and Technology als Kategorie und das war's dann auch schon. Dann noch als Public markieren und dann kann man das ganze Ding raus. Dann schickt man das in der E-Mail auf die Mailingliste und announced das über unsere verschiedenen Feeds, die wir so haben. Und dann sind die Vorträge online. Ist also alles gar nicht so schwer. Wie gesagt, damit das alles gut klappt, möchte ich nächste Woche mal das Mikrofon-Setup ändern. Dann schauen wir mal, ob das gut funktioniert. Und nachdem das geklappt hat, wäre es schön, wenn das irgendjemand anders mal ausprobieren könnte. Unter meiner Anleitung zunächst und das nächste Mal dann alleine. Und dann würde ich das gerne einfach so rotieren, dass immer mal jemand die Videoaufnahmen online stellt. Einfach damit es weniger Aufwand für jeden Einzelnen ist und damit jeder weiß, wie es geht und dann gibt es auch keine Ausreden mehr. Also dass nicht uns mal dienstags die Vorträge fehlen. Nein, nein. Aber es spricht doch nichts dagegen, sein favorisiertes Schnittprogramm zu benutzen, wenn man ein anderes hat. Solange man sich an die Konvention mit dem ersten... Solange du das alles genau nachbildest, eigentlich nicht.
Aber es wäre halt schon schön, wenn du es genau so machen würdest, weil dann könntest du es auch anderen erklären, wie das genau so funktioniert. Und die Idee ist halt schon, dass das die universelle Lösung ist, die halt einfach überall funktioniert. Ich höre, es gibt auch virtuelle Maschinen unter OS X. Ja, die nutzt du sogar. Ja, bitte. Hast du das in deren Bug-Tracker eingetragen, dass sie das in die Mitte, ne, das mit dem horizontalen ausrichten? Nee, habe ich tatsächlich noch nicht, aber es wäre mal Zeit für so eine Bug-Tracker-Entry-Session. Mir sind noch ein paar andere Dinge aufgefallen. Ja, naja. Aber es ist ein gutes Programm eigentlich. Also ich fand PTV auch brauchbar, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, irgendwas war damit, aber es ist schon so lange her, dass ich die alle durchprobiert habe, dass sie nicht mehr schon. Also ich meine, da ist genau das gleiche mit den Überlappen, wenn man das einmal gecheckt hat, dann ist es bei PTV eigentlich auch ziemlich straightforward, fand ich. Vielleicht konnte PTV keine Title-Clips machen? Ja. Irgendwas hat bei allen gefehlt, nur Kdenlive konnte es nicht. Ja. In dem Programm kannst du die, glaube ich, nicht machen. Das ist wirklich nur für externe Clips. Und dann Okay. Okay, gibt es denn Fragen dazu? Wie ist denn der Plan für das Setup? Achso, der Plan ist, man nimmt dieses Raumnotebook, schließt das USB-Netzwerk an die Line-Out-Kabel an die Kern fertig. Achso, und das, wo du gerade reinsprichst, fällt dann weg? Ja, genau, das wäre dann komplett weg. Okay. Cool. Kann dann auch überlegen, irgendwie das Line-Out an die Anlage und dann in die Kern zu machen oder so, damit man diesen Effekt hat, den wir gerade nutzen. Aber das sind Details. Also Hauptsache erstmal schauen, ob das so funktioniert oder ob man da zum Beispiel eine Latenz hat, würde ich denn das machen. Sofern man die hat, hat aber Alex auch schon gemeint, mit einer vorhersehbaren Latenz kann man ja leben, kann man ja sagen, okay, es muss immer um 0,225 Sekunden. Ja klar, wenn es variiert, dann ist es mies. Genau, es hat halt in der Vergangenheit immer so gut, deswegen weiß ich das nicht, aber... Jo. Okay, noch andere Fragen? Keine, okay, dann vielen Dank.